Auch am Osterwochenende war das Figurentheater Margret Wischnewski in den Schweriner Höfen zu erleben. Passend zum Anlass mit dem Stück Der Wettlauf zwischen Hase und Igel und mit dem Kasper als Schiedsrichter. Oft wird der Hase als ängstlich dargestellt. In dem Grimmschen Märchen aber ist der Hase alles andere als ängstlich. Im Grimmschen Märchen ist der Hase aufschneiderisch, eitel und überheblich. Und so kann der Hase vom Herrn Igel und von Frau Igel prima ausgetrickst werden. Allerdings scheinen heutzutage nicht mal alle Kinder diese und andere Grimmsche Märchen gut zu kennen und wünschten sich von Frau Wischnewski schon mal einen anderen Schluss, bei dem der Hase gewinnt. Ich beobachte, dass wir früher unsere Märchen besser kannten, um es mal ganz salomonisch und ohne Leuten zu nahe treten zu wollen, sagen zu müssen. Es ist aber so, wenn ich manchmal frage, es gibt, ich sag mal, ein gutes Drittel der Kinder hat keine oder nur unzureichende Kenntnisse über Märchen. Der Andrang beim Figurentheater Wischnewski ist immer sehr groß, sodass ab dem zweiten Halbjahr in den Schweriner Höfen jeweils zwei Vorstellungen hintereinander geplant sind. Außerdem soll es für ganz kleine Kinder das neue Projekt Kuscheltiertheater geben. Neu im Programm ist ab Sommer die Inszenierung Schneeweißchen und Rosenrot. Ein Märchenspiel in historischen Papiertheaterkulissen.